Moin Moin Papiers, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus Simulator. Wir fahren heute weiter von Paris nach Rouen oder so, keine Ahnung, kann kein Französisch, Digga. Aber auf jeden Fall ist das hier in der Nähe vom Wasser, ne? Müssen wir im Sommer ein bisschen zum Abkühlen, zum Segeln, zum Surfen oder was weiß ich. Fahren wir heute schön ans Wasser ran. Gehen wir erstmal hier auf weiter, das Ganze fahren wir natürlich realistisch. Und heute fahren wir schön mit einem dicken MAN hier. Ich sag euch. Wir starten hier heute schön um 11 und dann machen wir uns gemütlich auf den Weg in Richtung Rouen oder wie auch immer. So, gehen wir rein hier. Wie geht das? Zielanzeige, Zündung. Hör euch doch an. So, Motor, Klimaanlage, Ganghof, Feststellbremse und Licht natürlich, ne? Ja, fahren wir einfach einmal außen rum, ne? Bei innen ist, glaube ich, der Verkehr am schlimmsten. Aber naja, mal schauen. Wo müssen wir eigentlich hier raus? Ich komme hier mit dem Betriebshof nicht klar. Links müssen wir raus irgendwie. So, da kommen wir raus. Wunderbar. So, dann werden wir mal schauen, ne? Hoffentlich haben heute alle ausnahmsweise mal wieder ein passendes Ticket dabei. Oh, der Verkehr kann ja auch spaßig werden hier in Paris. Das haben wir in der letzten Folge ja gemerkt. Also, der Verkehr ist... Ja, das ist ein... Das ist eine eigene Art an Verkehr für sich hier in Paris, würde ich mal so sagen. Ja, wer die Folge noch nicht gesehen hat, schaut sie euch unbedingt an. Hier oben rechts könnt ihr auch auf das i klicken, da kommt ihr direkt zum Video hin. Ja, ist eine Folge, die lohnt sich anzusehen. Ihr könnt auf jeden Fall beim i, auf jeden Fall wichtig, schön mit mittlerer Maustaste schon mal einen zweiten Tab direkt aufmachen, ne? Zeig, ich knall ich einmal überholen und weg mit dir. Zack. Ist er weg? Ne, wir hängen. Wir hängen an der Europafahne. Schlimmer in Paris geht auch nicht mit dem Verkehr irgendwie, also Junge. So, gehen wir mal kurz mittig durch hier. So. Entschuldigung. So, da vorne kommen wir schon wieder auf das Tor zu. Also diesen Kreisel, ne? Den bekannten mit 8 Spuren, mit dem schlimmsten Kreiselverkehr, den man so kennt, ne? Sagt man zumindest so. Ob das so ist, weiß ich nicht. Und reinen Kreise hier. Und dann braucht man die Ausfahrt hier. So, das muss so sein. Der ist aber weg. Okay. Feel free to despawn oder so. So, jetzt haben wir hier rechts schon den Pariser Top. Dann müssen wir hier irgendwie versuchen reinzukommen. So, enger als erwartet. Aber naja. So, Motor aus hier, ne? So, dann geht los. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache hier kurz einmal für Sie die Lücken auf. Geht die auch? Ne, die geht nicht, aber die geht. So, schönen guten Tag. Hallo? Ich glaube doch noch nicht richtig. Zählt das nicht? Weil wir sind halt ein bisschen weit links. So. Ja, chill mal kurz. Meine Güte doch. So, kann ich jetzt einchecken? Ja. Guten Tag. Ich logge mich mal kurz mal ein, ne? Nach Rouen, wunderbar. Willkommen im Bus. Tag, yo. Salut. Oh ja. Auf nach Rouen, Digga. Auf nach Rüdesheim. Gut, dann machen wir Abfahrt, ne? Zack. Motor an, ne? Zack, und direkt los hier. Wo finde ich das WLAN-Passwort? Dazu kommen wir jetzt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier an Bord des Flixbusses in Richtung Rouen, wie auch immer. Ihr wisst schon, wo ihr das Ticket hingebucht habt. Wir werden jetzt hier noch 2 Stunden unterwegs sein. Schätzungsweise mit verfrühter Ankunft ankommen. Ja, wir kämpfen uns jetzt erstmal hier durch den Pariser Straßenverkehr durch. Und in der Zeit können Sie online auf YouTube, man könnte erstmal abonnieren, um damit dann das WLAN freizuschalten, ne? Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine angenehme Fahrt. Und geben Sie schon mal im Voraus auch eine gute Online-Bewertung. Und dann wünsche ich noch eine angenehme Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Busfahrer. So. WLAN freischalten. Come on, das können die selber machen. Warum einfach nur abonnieren? So, ist kostenlos. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Sei mal ruhig, ne? Wir sind gerade erstmal ein paar Kilometer unterwegs. Ist die Verbindung so schlecht oder das WLAN defekt? Ach komm, Oma, weißt du was? Weil du es bist. Ne? Oma hat kein Handy, für die schalte ich das WLAN frei. Wir fahren jetzt hier anscheinend komplett unter Paris einmal durch, irgendwie. Es ist eine interessante Straßenführung. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Nein.
Glaube ich nicht, hoffe ich nicht. Weil wenn die Toilette abgeschlossen ist, wäre blöd, wenn da jemand drin wäre. Aber naja. Nehmen wir hier ganz links, da wird gerade frei. So. Ungewohnt, wenn alles Kollision hat, nicht? Jo. Ich komme in die Toilette nicht rein. Ja, gut. Dann ist es so. Aber meinetwegen. Ich mache ausnahmsweise, schalte ich dir jetzt das WC frei. Ich mache erstmal Fahrgastmonitor an. Küche mache ich euch an. WC mache ich euch an. Hier. Mein Nagel ist angerissen. Diese Lampen mache ich an. Wunderbar. Radio lassen wir aus. So. Das ist ja auch ein Standstreifen. Boah, ich schmelze hier drin. Ja, ich auch. Das ist nicht mehr normal hier. Ich sag mal. Sag ich mal so, ne? Aber sind ja auch nur 94 Kilometer. Insofern, die kriegen wir auch noch rum, ne? So, noch 60 Kilometer. Also wir kommen echt gut voran, muss ich sagen. Also hier auf der Autobahn ist der Verkehr auch schön. Theoretisch können wir auch auf der rechten Spur fahren, aber es ist so viel frei, da können wir auch in der Mitte fahren. Ja, ich würde sagen, Prost auf die französische Autobahn, ne? Oh, herrlich. Lecker. Wir haben jetzt 11.45 Uhr gleich. Und um 12.50 Uhr soll man da sein. Aber mit 50 Kilometern, ich glaube, da sind wir schneller da. Also, da sind wir bestimmt Viertel nach da. Viertel nach 12. Kann ich mir vorstellen, dass wir dann schon in Rouen antreffen oder wie auch immer das heißt. Rouen. So, Autobahnwechsel. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich glaube, es geht nochmal einmal auf der Autobahn. Aber auch nicht für lange. Weil wir sind echt nicht mehr weit von Rouen entfernt. Also, ja, mal schauen. Einmal schnell durch und dann die letzten 30 Kilometer. Das ist ja, also das ist wirklich einfach nur so kleine schnucklige Rude hier. Müssen wir hier einmal zahlen, dürfte aber nicht allzu teuer sein. So, zack. So, dann ballern wir mal weiter Richtung Rouen. So, wir sind in Rouen offiziell. Da war das Ortseingangsschild. Ja, und mal warte. So, mir ist halt auch warm, deswegen schrauben wir das Ding hier mal ein bisschen runter, wenn wir können. So. Wunderbar. Zeige ich knackig, die letzten 20 Kilometer und dann haben wir es geschafft hier, ne? Kleine schnucklige Rude einfach nur hier entspannt, ne? Und der nächste Kreisverkehr. Also Frankreich gibt einfach Kreisverkehre. Also ich sehe. So, wie soll man sich hier eigentlich einordnen? Digga, was ist mit Frankreich los? Ich verstehe die Straßenführung nicht. Was steht der da auf einmal? Junge. Das weiß ich auch nicht. Frankreich geht ab, Digga. Ja, die letzten Kilometer bis Rouen, ne? Beziehungsweise bis wir an einem Zopf sind, ne? Deswegen will ich schon mal einleiten hier. Ja. So. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Rouen Zopp. Ich bedanke mich recht herzlich für die Mitfahrt. Bitte geben Sie eine gute Online-Bewertung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Mitfahren. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Aufenthalt hier in Rühlesheim, in Rouen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Und vielen Dank für Ihre vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Busfahrer. So. Zeig mal den Motor aus hier, ne? So. Zack. So, und dann aussteigen. Aussteigen. Ich bin durch, Alter. Diese Wärme macht mich fertig. So, meine Damen und Herren, nochmal vielen Dank fürs Mitfahren. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder, ne? So, ich brauche zahlende Kunden hier im Bus, ne? Finanziert sich ja nicht von alleine. So, ich habe Feierabend. Tschüss. Ausloggen. Guck mal, wir haben gerade mal 19 Sachschäden, keinen Passanten, keine Unfälle und keine Radarkontrollen hier. Perfekt. 88,3% sind wir auf der Straße gefahren. 67% haben wir Geschwindigkeitslimit eingehalten. Und Sicherheitsabstand haben wir 23 Mal nicht eingehalten. Aber es ist okay. Bin zufrieden. Und damit würde ich sagen, Pipeels, soll es das mit dieser Folge vom Fermo-Sonado gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und habt jetzt nur einen Traum auf den Tag. Haut rein. Ciao.